hochbegabte Politiker. Folge 1. Äußerlich merkt man es ihm nicht an, doch Wolfgang Schäuble ist hochbegabt. Wahrscheinlich ist er sogar der schlauste Mensch der ganzen Welt. Unglücklicherweise hatten wir bisher nicht so kluge Leute in der Eurogruppe. Der amerikanische Präsident war offenbar nicht ganz richtig informiert. Dem IWF ist bisher auch nichts Klügeres eingefallen. Schon in frühen Jahren ist er durch seine unentdeckte Intelligenz ständig unterfordert. Die Folge: Probleme im Job. Im Augenblick fühle ich mich nur mit Arbeit sehr überlastet. Und noch heute kann der klügste Kopf Deutschlands nichts mit menschlichen Fehlern anfangen. Das spüren vor allem seine Mitarbeiter. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. Herr Koffer, reden Sie nicht, sondern sorgen Sie dafür, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Ich sage nur mal vielleicht, was die Neuerung ist. Wenn Sie bisher nichts verteilt hatten, ist doch keine Neuerung. Jetzt fangen Sie an, komm. Der hochbegabte Wolfgang Schäuble ist frustriert. Sein kluger Kopf verkümmert in dieser für ihn zu simplen Welt. Und selbstbewusst bin ich auch, da muss man auch aufpassen. Nicht? Also. Wolfgang Schäuble weiß einfach nicht, wohin mit sich. Er ist isoliert und gereizt. Das finde ich jetzt nicht nett von Ihnen. Wenn wir halb so weinerlich gewesen wären. Auch wir bescheißen gelegentlich. Ganz klar, die Energie seiner nicht verbrauchten Hirnleistung muss irgendwie raus. Da kommt die Griechenland-Krise genau richtig. In Yannis Varoufakis findet er endlich einen hochbegabten Freund. We agree to disagree. We didn't even agree to disagree. Jetzt ist er nicht mehr der einzige Klugscheißer. Ein Traum wird Realität. Die Realität ist oft nicht ganz so schön wie die Träume.